Von den Ereignissen her war, glaube ich, bisher der Keller das imposanteste. Schmeckt halt nicht so wie in Irland. Ghost Hunting in Deutschland ist schon eine coole Sache. Aber in Irland ist es natürlich noch geiler. Wir waren sicher, jetzt macht jemand die Tür auf und kommt vor mir rein, also in diesen Raum auf. Ja. Hey Micha, grüß dich. Na, alles klar. Sag mal, ich hätte mal wieder Bock auf Irland. Hast du auch Bock? Was für eine Bank? Irland? Na klar, lass uns das mal checken. Ja, dann lass uns das mal machen, ne? Wir sagen, rufen mal die anderen an und dann legen wir los. Hallo? Hi Anja, hast du Bock auf Irland? Ja, okay. Ja, prima, alles klar. Tschüss. Ja. Ich habe gerade eine Einladung bekommen, dass wir beide nächstes Jahr nach Irland können. Irland? Irland. Das, was du mir erzählt hast, ja. Wo du schon warst. Ja. Wir. Ja? Ich. Zusammen? Nee. Mit dem Flugzeug? Ich flieg doch kein Flugzeug, hallo. Na komm. Nee, vergiss es. Nein. Ach, was ist da? Was ist los? Baby, komm. Und ob ich dich mit ins Flugzeug kriege? Man sagt immer, man kann auf einem Bein nicht stehen. Wir stehen auf zwei. Getreu dem Motto, alle guten Dinge sind drei, machen wir uns jetzt auf zum Flieger. Hi Steffi, hast du Bock auf Irland? Hey Daniel, super coole Idee. Das wollte ich sowieso schon immer mal machen. Also ich hätte mega Bock auf ein Projekt in Irland. Ich freue mich drauf. Cool. Sonja, ich suche dich seit Stunden. Mach mal hin. Der Flieger nach Irland wartet doch nicht. Das weißt du doch schon. Okay. Auf. Ich komm. Schnell.
Das erste Objekt, was wir untersuchen werden, ist Duggett's Grove House. Dieses aus dem 19. Jahrhundert stammende Gebäude wurde bereits 2018 von uns untersucht und wir wollen an den Ergebnissen anknüpfen. Die berüchtigste Entität ist Duggett's Grove Bungee, die Todesfee eines Fluches, der auf das Haus und die Familie ausgeübt wurde. Die zweite Untersuchung führt uns zu Wicklow Jail. Wicklow Jail ist ein ehemaliges Gefängnis aus dem 18. Jahrhundert. Es zählt zu einem der Haunted Locations in Irland. Es wird unter anderem von einem unheimlichen Nebel, der ab und zu auf dem Weg zu den Zellen im zweiten Stock zu sehen ist, berichtet. Von den Besuchern, der eine Frau im Kleid des 19. Jahrhunderts sah. Eine wichtige Person in diesem Gebäude war Mary Morris. Sie bot weiblichen Insassen eine moderate Ausbildung, während sie im Gefängnissystem rehabilitiert wurden. Auch wird von einem kleinen Mädchen erzählt, das im dortigen ehemaligen Schulzimmer erscheint und manche Besucher an seiner Kleidung zieht. Die dritte Location heißt Redwood Castle. Eine Anlage im County Tipperary, welches im 12. Jahrhundert von den Anglonormannen errichtet wurde. Ein überschaubares Schloss, welches in den letzten Jahren auch von irischen Ghost Hunter Teams untersucht wurde und mittlerweile auch zu einem der Hotspots zählt. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit dieses Projektes führt uns der Weg am 28. August 2021 wieder nach Irland, wo wir jetzt schon gespannt sind, was uns diesmal dort erwartet.